Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Willkommen zu einem angespielt Let's Play mit Transport Fever 2. Das Ganze wird bis zum Release-Tag auf jeden Fall hier täglich auf diesem Kanal laufen, sodass ihr euch einen guten Eindruck machen könnt über den Stand des Spiels. Falls ihr euch vor allem dafür interessiert, ja, was sind die neuen Dinge, was sind die neuen Spielmechaniken, was macht Transport Fever 2 anders als der erste Teil, dann empfehle ich euch ein Infovideo, was ich ebenfalls heute hochgeladen habe, wo ich das mal versuche, so kompakt wie möglich darzustellen. Hier soll es jetzt darum gehen, das Ganze in der Praxis anzuwenden, ein freies Spiel zu starten. Bevor wir damit gleich loslegen, noch ein Hinweis. Falls ihr Transport Fever 2 kaufen möchtet, dann verweise ich euch auf meinen Keyshop-Partner Games Planet. Dort gibt es immer günstig Steam-Keys und für euch, für die Steinballen-Community, bis Ende Dezember auch einen speziellen Code mit dem Codewort Bahnstein. Bekommt ihr nochmal zusätzlichen Rabatt. Allerdings ein Hinweis, falls ihr den ersten Teil schon habt, Transport Fever 1 auf Steam und bis Release des Spiels bei Steam den zweiten Teil kauft, dann gibt es einen höheren Rabatt bei Steam. Also dann, wenn ihr Geld sparen wollt, dann nutzt lieber diesen Rabatt. Das möchte ich der Fairness halber sagen, nicht, dass ihr euch hier auf die falsche Bahn geführt fühlt. So, jetzt geht's aber los. Ein freies Spiel wollen wir starten. Und ich würde gerne tropisch starten, denn das ist neu, das interessiert mich. Und vor allem diese neuen Inselkarten oder dieses Karten mit viel Wasser und so weiter und mit schwierigem Gelände, das finde ich ganz faszinierend. Deswegen machen wir das. Mittlere Karte reicht. Ich mache es ein bisschen hochformatig, damit wir längere Strecken teilweise haben können. Vielleicht Flugzeuge von einem Ende zum anderen der Karte. Und so wie ich das sehe, gefällt mir das auch erstmal auf den ersten Blick ganz gut. Insofern können wir starten. Wir nehmen natürlich das asiatische Fahrzeugset, weil wir uns im tropischen Bereich befinden und weil auch das neu ist. Wir starten im Jahr 1850 und bei mittlerem Schwierigkeitsgrad. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und so sieht sie aus hier, unsere neue Welt. Ich habe mir das Ganze noch nicht angeschaut. Das mache ich jetzt gewissermaßen mit euch zum ersten Mal zusammen. Und auch mit euch zusammen entscheide ich dann jetzt, wo ich starten werde. Ein Hinweis noch vorweg, der mittlere Schwierigkeitsgrad ist schon, ja, ist schon wirklich ziemlich heftig. Also da muss man gerade am Anfang sehr, sehr gut aufpassen und überlegen, was man tut. Da kann man sonst leicht in einer Sackgasse landen, wo man dann finanziell nicht mehr rauskommt. Wenn ihr euch nicht auskennt mit dem Spiel, empfehle ich euch, mit leicht zu starten. Und hart ist wirklich extrem hart hier, besonders am Anfang. Okay, meines Erachtens sollten wir in einer Stadt starten, wo Brot verlangt wird, weil das ist der einfachste Produktionsprozess. Deswegen brauchen wir jetzt hier nicht lange suchen. Deswegen können wir uns hier in der Städteübersicht erstmal anzeigen lassen, was gibt es für Städte und wo wird zum Beispiel Brot verlangt. Und wir sehen, die Städte sind nicht sonderlich groß. Drei Städte brauchen Brot. Schauen wir uns mal die größte an, Wuhan. Wuhan befindet sich hier unten. Das sieht schon mal nach einer netten Stadt aus. Allerdings ist Brot, ist eine Lebensmittelfabrik unfassbar weit weg. Also das können wir hier gar nicht hin machen. Das funktioniert gar nicht. Außerdem ist überhaupt keine andere Stadt in der Nähe, die wir irgendwie lukrativ anschließen können. Denn das ist das, was am Anfang vor allem Geld bringt. Also Personenverkehr. Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass da was in der Nähe ist. Gut, das fällt weg. Dann haben wir nur so eine Mini-Städte. Das ist schlecht, ehrlich gesagt. Wir gucken mal hier nach Zhongshan. Okay, das liegt hier. Da haben wir Minen in der Nähe ohne Ende. Oh, das ist schwierig verteilt, sehe ich gerade. Hier ist eine Lebensmittelfabrik. Aber das ist auch für den Anfang zu kompliziert mit diesem vulkanartigen Gebirge. Dort ist schwierig. Schwierig, hier auch Steilküste. Kommen wir gar nicht ran. Nee, also das funktioniert auch nicht. Wow, das ist gleich ein harter Start, würde ich mal sagen. Dann Hyderabad haben wir hier. Da wird auch noch Brot verlangt, aber, oh mein Gott, auch hier ist keine Lebensmittelfabrik in der Nähe. Okay, Leute, puh, das ist schon der schwierigste Start, den man sich denken kann. Wir können dementsprechend meines Erachtens am Anfang noch nicht richtig auf Produkte setzen. Wir müssen halt voll dann auf den Personenverkehr erstmal setzen und da irgendwie zu Potte kommen. Das heißt, wir müssen uns jetzt eine Stadt aussuchen, die günstig gelegen ist, von der aus man eine andere Stadt ganz gut anschließen kann.
So, und das... Boah, die Karte ist... hier unten Osaka auf so einer Insel. Das ist echt herausfordernd, Leute. Also das kriegen wir überhaupt noch nicht hin, diese beiden Städte. Boah, was habe ich mir hier... Was habe ich mir hier zusammengebastelt oder basteln lassen? So, die Stadt ist auch sehr weit entfernt von der nächsten. Oh Mann, ey. Wow. Okay, dann haben wir Bengaluru und Nagoya und Incheon. Okay, die liegen so auf einer Linie. Da könnte man tatsächlich nachdenken, hier was zu machen. So, gibt es da noch irgendwas, was produktionsmäßig... Ach, schaut mal, wir haben Baumaterial. Das wird hier verlangt. Und dafür, das ist, glaube ich, auch relativ simpel. Stein brauchen wir dafür nur. Ist hier, das ist ein Kohlebergwerk. Hier ist ein Steinbruch. Ja, okay, das heißt, hier gibt es sogar eine Chance weiterzumachen. Stein dorthin, dann Baumaterialien dorthin liefern. Da braucht man noch nicht mal einen Zug. Das kann per LKW passieren. Hier muss dann nur ein Zug hin. Okay, das ist noch möglich. Das heißt, wir versuchen jetzt mal Folgendes. Wie viele Einwohner leben hier? 179. Wie viele leben hier? 74. Okay, dann ist das ziemlich eindeutig. Dann starten wir hier. Versuchen von Nagoya aus erstmal einen Verkehr einzurichten hier nach Incheon. Und werden dann als nächstes hier, wo haben wir das? Steine von dort nach dort transportieren und dann mit dem LKW die Baustoffe nach Nagoya. Das sollte uns dann einen Start ermöglichen. Okay, verdammt, ich habe gar nicht... Oh, ich habe die Zeit nicht angehalten, wie blöd. Ist egal, wir haben ja noch keine großen Unterhaltskosten. Das Wichtige ist meines Erachtens in dieser Situation, dass man am Anfang wirklich pausiert und die Startstrukturen komplett, also das ganze Geld meines Erachtens verbaut, allerdings so verbaut, dass es gewinnbringend ist. Weil wenn man das nebenbei laufen lässt, dann produziert man schon mit dem ersten, was man baut, Unterhaltskosten und dann geht das schnell Geld ganz schnell weg und man muss sich einen neuen Kredit holen und dann wird es teurer, weil dann noch zusätzliche Zinsen kommen. Ich glaube nämlich, dass wenn man hier im Minus ist, es gibt keine Dispozinsen, aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. So, das heißt aber, wir müssen jetzt im Pausemodus diese ganzen Sachen bauen, die ich jetzt gesagt habe. Das können wir, glaube ich, auch hinkriegen. Das Geld müsste dafür reichen. Gut, das heißt, wir bauen jetzt einen Bahnhof von Nagoya nach Incheon. Das wird aber ein Bahnhof, der irgendwann noch weitergeht. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn wir den hier zwischen diese Straßen platzieren. Wir werden am Anfang echt sehr sparsam sein müssen. Deshalb werden wir auch nur 80 Meter Bahnhöfe bauen. Und wir werden auch erstmal tatsächlich nur eingleisig bauen. Also wirklich sparsam. Gut, dann drehen wir das mal hier in die Mitte rein. Na, wie weit... Warte mal, wo ist die Stadt hier unten? Ach da, okay, das können wir dann relativ weit reinsetzen. Machen wir mal so und dann ziehen wir da noch eine schöne Straße lang. Oder wir machen das zuerst, die Straße. Entschuldigt, ziehen wir die Straße zuerst hier runter. Ja, das ist ganz gut. Das ist eigentlich sogar sehr schön gelegen für den Bahnhof, für den ersten. Okay, den platzieren wir dann hier so dran. Wichtig ist, dass diese blauen kleinen Fußgängerwege, dass die dranhängen, dann ist der Bahnhof auch echt angeschlossen. Das muss man beachten. Okay, wir haben auch Passagier genommen. Ja, das müsste also jetzt hinhauen. Gut, perfekt. Erster Bahnhof. Dann setzen wir auch gleich mal, weil das ist nötig, einen Busbahnhof. Und der passt wunderbar dort gegenüber. Also das ist schön. Oh, das ist ja herrlich. Das ist ja wie im Lehrbuch, was wir hier machen. So, 50.000 direkt gegenüber. So, die anderen Stationen machen wir später. Wir haben erstmal das gesetzt. Wobei, wir könnten eigentlich dann gleich ein Depot bauen. Ein Straßenfahrzeugdepot. Das platziere ich dann mal hier. Okay, so weit, so gut. So, dann wollen wir also dahin. Das ist eine verdammt lange Strecke, aber sie ist Gott sei Dank flach. Das heißt, unsere popligen Züge, die wir am Anfang haben, die kommen klar. Ich denke mal, wir werden von hier aus zumindest personenzugmäßig nicht weiter irgendwie nach hinten gehen. Deswegen können wir hier auch einen Kopfbahnhof machen. Das ist, denke ich, okay. Aber auch hier nehmen wir nur den kleinsten, der uns zur Verfügung steht. Den werden wir so ein bisschen anschrägen. Da. Oder ist anschrägen eigentlich eine gute Idee?
Oder wäre es eigentlich auch schön, den hier so mittig rein zu platzieren? Na gut. Nee, wir machen das mal so. Wir schrägen das tatsächlich ein bisschen an. So. Und dann setzen wir auch hier nicht die Gleise, sondern wir setzen auch hier schon mal eine Tramstation. Die kommt dann hier hin. Der Bahnhof ist auf jeden Fall in Reichweite. Was heißt Tramstation? Natürlich ein Busbahnhof, ist so ganz klar. Oder eine Kutschenhaltestelle, das muss ich eigentlich sagen. Und dann kommt hier noch das Straßenfahrzeugdepot, das kommt hier hinten hin. Ah ne, da wollen wir kein Gebäude entfernen, dann machen wir das hier hin. Okay, gut. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal die Gleise verlegen, bevor wir irgendwas anderes machen. Ja. Okay, was habe ich denn eigentlich hier für einen Mist gebaut? Ich wollte doch hier noch... Oh Gott, das ist der erste totale Fail, den ich hier gemacht habe. Ich wollte doch hier noch den Gleisen hinten rüber. Das ist doch total bekackt. Oh, entschuldigt. Das muss weg. Wir haben leider hier 20.000 verschwendet. Das muss weg, das muss anders gebaut werden. Mann. Einmal nachdenken. So, dann platzieren wir den, wisst ihr was, dann machen wir es ganz anders. Wir platzieren den ins Industriegebiet. Da passt das irgendwie auch hin. Okay, ans andere Ende der Stadt. So, weil ich will nämlich jetzt hier direkt schon Gleise verlegen. Dann haben wir nämlich hier einmal schon die Übergänge gesichert, falls es da irgendwann weitergeht. Aber hier können wir direkt auch weitermachen. Das ist unsere Richtung. Wie auch schon bei Teil 1 ist es ganz praktisch, immer in kürzeren Abschnitten zu bauen, weil ansonsten sich die Preise, die Kosten überdurchschnittlich erhöhen, weil häufig dann Erdarbeiten nötig sind, weil das dann sozusagen alles auf ein Niveau angeglichen wird. Ist kompliziert zu erklären, aber glaubt mir, es ist so. Es lohnt sich, das in kleinen Etappen zu machen. So, hier gehen wir über diese Straße rüber. Aber der Weg ist auf jeden Fall schön flach. Das heißt, wir können hier, wenn wir nachher natürlich irgendwie anständige Lokomotiven haben, ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen und gutes Geld verdienen. Denn ich glaube, Geschwindigkeit spielt beim Fahrpreis, bei dem, was man verdient, eine gewichtige Rolle. Meine ich mich zu erinnern, dass das immer so gewesen ist. Okay, ziehen wir hier vorbei. Wir kommen wirklich gut dahin. Das macht mich jetzt optimistisch, dass wir hier nicht gleich am Anfang scheitern. Dieses Risiko besteht natürlich immer. So, hier geht es minimal bergauf und bergab. Aber wir haben die erste Gleise verlegt. Sehr gut. Jetzt werden wir noch ein Depot bauen. Und ein Zugdepot und das platzieren wir hier, würde ich sagen. So, dass wir auf beiden Seiten rausfahren können. Das kommt damit dran und hier mit dran. Und hier gibt es entsprechend noch Signale dafür. Okay, dann ist das erstmal fertig. Hervorragend. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes, machen wir hier die Stationen für unseren Personennahverkehr. Und ich glaube, ich gehe jetzt erstmal stupide einfach nur diese Straße hoch. Nehmen wir diese, ja, wir decken auch die Häuser, die da hinten decken wir nicht ab. Puh, okay. Das ist natürlich nicht so gut. Müssen wir da gleich zwei Linien einrichten, dann müssen wir mal sehen. Also hier eine Haltestelle und da oben eine Haltestelle. Das reicht meines Erachtens schon. Und vielleicht mache ich tatsächlich noch eine zweite Linie, ja. Ist ein bisschen ungewöhnlich. Werden wir da nicht so viele Kutschen raufgeben, aber das ist, der Ort ist so ein bisschen weit verzweigt. Machen wir dort eine Linie. Also dort eine Haltestelle. Und da hinten erstmal eine Haltestelle. Wobei ich dort jeweils nur ein Häuschen hätte machen brauchen. Ist egal. Okay, dann haben wir das hier gemacht. Und dann machen wir sowas ähnliches hier auch. Und auch hier, dieser Ort ist schon verdammt groß. Mal gucken, wie wir das verteilen können.
Nee, ich glaube, ich mache hier auch zwei Linien. Eine geht hier. Eine da, aber da mache ich jetzt mal nur eine Haltestelle. Und eine Linie geht hier hin, dahin und hier. Da wird erstmal alles abgedeckt, meines Erachtens. Okay, wow, da machen wir jetzt hier tatsächlich schon mehrere Linien. Wer hätte das gedacht? Dann starten wir damit, diese Linien zu machen. Eine neue Linie. Erstmal von da nach da nach da wieder zurück. Hervorragend. Da machst du so einen Schlenker, wenn du das unbedingt machen willst. So, das nennen wir jetzt, ich habe da so ein Bezeichnungssystem, P für Personen und der Ort ist Incheon 1. Gut, das Ganze kriegt auch noch eine Farbe, eine grüne Farbe und dann kommt gleich die nächste Linie. Da, da, da und wieder zurück. Okay. P in Chon 2. So, Farbe ähnlich, aber nicht das gleiche. So sieht das aus. Okay, dann haben wir diese Linie. Dann machen wir diese komplette Zugverbindung erstmal. Neue Linie. Da und da. Das Ganze nennen wir dann Zug P. Nagoya. Incheon. So heißt diese. Und die bekommt farblich von mir dunkelgrün. Ich mache grün immer die Personengeschichten. Okay, und dasselbe jetzt hier nochmal. Diese Linien. Also neue Linie hier, da und dahin. Und da wieder zurück. Das Ganze heißt P Nagoya 1. So. Halt, jetzt bin ich falsch. Hier wollte ich hin. Die Farbe wird auch so definiert. Und die nächste Linie hier, hier und hier. Und wieder zurück. Das ist P Nagoya 2. Okay. Da und das kriegt diese Farbe. So, jetzt haben wir diese Linien erstmal definiert und so weiter. Jetzt können wir die Fahrzeuge dazu bestellen. Wir werden hier Fahrzeuge kaufen. Unser Passagierfahrzeug ist erstmal eine Troika. Eine Kutsche mit drei Pferden. Kaufen wir erstmal zwei für Nagoya 1 und zwei für Nagoya 2. Dann haben wir das hier versorgt, den Ort. Das machen wir hier drüben genauso in diesem Depot. Zwei Troikas für Incheon 1 und zwei Troikas für Incheon 2. So, das wäre auch klar. Und dann kommt jetzt noch der erste Zug, den wir uns gönnen. Und wir kaufen, ha, wir haben eine Russian Class 5 Type 1. Diese Lokomotive des Typs 220 war als Personenlokomotive auf der Strecke von St. Petersburg nach Moskau im Einsatz. Die großen Antriebsräder ermöglichten hohe Geschwindigkeiten. Okay, das fügen wir hinzu und dazu kommt noch offenbar dieser russische Personenwagen. Dieser frühe Personenwagen bot weder eine Toilette noch die Möglichkeit zur Gepäckaufbewahrung. Dafür waren die Abteile wärmeisoliert und beheizt. Ja, das Ganze fährt jetzt in der Maximalgeschwindigkeit 30 km/h. Die Wagen könnten ein bisschen schneller fahren, ist halt so. Ich denke, wir werden 4 Wagen uns leisten. Wir sind damit ein bisschen über der Bahnsteingrenze. 85 Meter, aber das wird schon noch gehen. Das kaufen wir. Und das Ganze wird zugefügt zu dieser Linie. So, jetzt ist man wirklich, jetzt möchte man natürlich gerne die Fahrzeuge fahren sehen. Aber wie gesagt, wenn wir das jetzt weiterlaufen lassen, dann wird unser Kontostand schnell sehr tief fallen, weil das Ganze erstmal wirklich eine ziemliche Zeit braucht, um überhaupt mal anzulaufen, dass das alles funktioniert. Deshalb werden wir jetzt noch die andere Linie designen. Und ja, und das war eine Bahnlinie, die wir machen wollten hier vom Steinbruch. Wo waren das jetzt gleich? Hier, vom Steinbruch hier dorthin. Ich hoffe, wir können uns das noch leisten. Und von hier dann eine LKW-Linie.
So, und die Frage ist, wie führen wir diese Linie da lang? Hier. Wir könnten hinter der Stadt lang fahren. Das würde das Problem der Kreuzung so ein bisschen lösen. Wir müssten keine Brücke bauen oder hätten so eine doofe Kreuzung dabei. Ich tendiere tatsächlich dazu. Deswegen werden wir hier einen Bahnhof bauen. Einen Güterbahnhof, einen Güterkopfbahnhof, der auch nur sehr kurz ist. Ja, und der auch das dort trotzdem mit anschließt. Das ist gut. Hervorragend. Ich mache jetzt nichts falsch, ne? Das sind Steine, ja. Okay. Und das Ganze muss dann hier enden. Und wird dann die Stadt irgendwie umfahren. So. Können wir vielleicht sogar noch ein bisschen weiter abmachen? Wichtig ist, dass dieser kleine Mini-Weg dort angeschlossen ist und dass das weiß leuchtet. Dann ist das Ganze angeschlossen. Okay. Gut, dann werden wir jetzt hier die Gleise legen durch diesen Wald hindurch. Ja. Das scheint erstmal ganz gut zu gehen. Kleinen Knick. Hier geben wir ein bisschen mehr Geld aus wegen des Bahnübergangs. Aber das passt schon. So, jetzt arbeiten wir uns mal hier durch diesen Wald durch. Da müssen wir hin. Wir sehen das Ziel am Horizont. Hervorragend. Okay, da können wir jetzt stupide geradeaus gehen, glaube ich, oder? Kommt da noch irgendwelche Hindernisse? Nö, da kommt nur die eine Straße, die werden wir überfahren, das ist ganz klar. Und da müssen ja die Autos warten. Da werden auch keine Autos langfahren groß, weil da keine Leute arbeiten. Da haben wir schon die Straße. Genau, da sind wir auch rüber. Und dann müssen wir nur noch den Lückenschluss machen, nachdem wir diesen Dschungel hier durchquert haben. Das scheint aber ganz gut zu funktionieren. Okay, na, warte mal, sparen wir noch mal. Wir gucken mal, ob wir Geld sparen. 21.000, jetzt haben wir 8.000. Und wenn ich jetzt rangehe, bin ich bei 12.000. Naja, nee, so richtig Geld haben wir nicht gespart. Egal, so, die Frage ist jetzt, müssen wir, ja, wir müssten eigentlich noch ein weiteres Zugdepot bauen, weil jetzt hier noch eine Gleisverbindung dorthin würde, glaube ich, noch teurer kommen. Dann werde ich jetzt tatsächlich noch ein Zugdepot hier hinsetzen. Wir müssen aber aufpassen, dass wir noch genug Geld haben. Ansonsten müssten wir nochmal Kredit aufnehmen. Hier, Zugdepot bitte. Das setzen wir aber jetzt mal so hin. Das passt dann schon. Okay. Und auch hier kommen noch die entsprechenden Gleise ran. Und natürlich die entsprechenden Signale. Oder das Signal. So, dann haben wir das erstmal aufgesetzt. Und jetzt benötigen wir eine Straße von hier nach dort. Und irgendwie eine LKW-Verbindung in die Stadt rein. Das ist natürlich auch noch wichtig. Bauen wir erstmal die Straße. Landstraße. Ich glaube, 40 reicht jetzt erstmal vollkommen. Die mache ich jetzt mal stupide geradeaus. Ich gucke mal, ob ich hier auch noch ein bisschen sparen kann. Ja, vermutlich nicht. 25.000. Ne, eher nicht. Egal. So, das ist jetzt hier eine sehr schnelle Verbindung in die Stadt. Und nun kommt das die LKW-Station, die wir... Schaut mal, wie weit der Anschluss da noch reicht. Aber ich finde es irgendwie so ein bisschen dämlich, das so weit weg zu tun. Ich mache es mal ein bisschen näher. Sonst kommt es mir komisch vor. So, den setzen wir dorthin. Und jetzt müssen wir eigentlich die Sachen nur in die Stadt liefern. Und wir sehen auch, wohin wir es liefern. Das heißt, wir können dort einfach nur so eine Entladestation bauen. Ja, und das würde alles abdecken, was dort Ziegel und Baustoffe haben will. Das heißt, das genügt, wenn wir die dort hinsetzen. Mehr brauchen wir dort nicht investieren. So, hier kommen die LKWs raus. Dann haben wir im Prinzip das jetzt. Und wir bauen jetzt unsere neuen Linien dafür. Eine neue Linie von dort nach dort.
Die Linie nennen wir ZL für Last. Und was wird transportiert? Steine Nagoya, ne? Genau. Nagoya. So, was haben die Steine hier? Ist, glaube ich, die Steine sind grau. Dann mache ich die Linie auch grau irgendwie. Gibt es kein Grau? Ah, das sieht dem Grau am ähnlichsten. Okay. So, das ist die eine Linie. Und die nächste Linie, die wir machen, ist die LKW-Linie. Neue Linie. Von da nach da. Genau. Oha, die fahren dann diese Runde. Auch interessant. Das machen wir, nennen wir L. Nennen wir es mal Ziegel. L, Ziegel, Nagoya. So. Hervorragend. Rot kann das bleiben, weil das sind ja rote Ziegel. Und damit ist die Linie auch gemacht. Und wir werden dann tatsächlich dann auch erstmal die LKWs hier kaufen. Also was heißt LKW? Asiatische Pferdefuhrwerke sind es. Ich starte mal mit rein. Einfach um mal... Also wir werden das wahrscheinlich ausbauen müssen. Aber mit irgendwas müssen wir anfangen. Ich starte mit rein. So. Und dann brauchen wir jetzt noch einen Zug, der diese Steine dorthin bringt. Jetzt müssen wir bloß ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel transportieren. Allerdings ist es auch eine riesig lange Strecke. Das ist auch wieder ein Problem. Müssen wir mit bedenken. Ich glaube, na mal gucken. Fahrzeug kaufen. Wir brauchen diese Lokomotive. Dann brauchen wir... Was brauchen wir denn für die Steine? Wir brauchen offene Güterwagen. Ein früher zweiachsiger Schüttgutwagen. Wagen dieser Art mussten noch von Hand gebremst werden und haben darum eine kleine Plattform für den Bremser. Lebensdauer 50 Jahre. Bis 1950 können die verwendet werden. Okay. 50 km/h, Kapazität 7. Wir werden davon... Ja... Ich glaube, wir werden davon, weil das so eine lange Strecke ist, werden wir 6 nehmen. Er kann das noch mittelmäßig transportieren mit 6. Machen wir es mal. 57 Meter ist das nur lang. 1,4 Millionen kostet uns das Ganze jetzt. Okay, kaufen wir. Und das Ganze wird dann dieser Linie ZL Steine zugewiesen. Und damit, liebe Leute, haben wir jetzt tatsächlich den Punkt erreicht, wo wir jetzt die Zeit laufen lassen können. Jetzt werden wir erstmal verdammt viel Geld verlieren und viel Zeit damit zu verbringen, zu schauen und zu hoffen, dass das Ganze profitabel ist. Wir gucken mal, wie unser erster Zug hier ausfährt. Willkommen in der Welt. Vermutlich erfahrungsgemäß, oh, schöne blaue Wagen sind das. Erfahrungsgemäß werden am Anfang erstmal noch kaum Leute mitfahren. Das ist alles ungewohnte Technik. Aber sie werden sich schnell daran gewöhnen. Okay, das ist dieser Zug. Wo ist unser Zug, der die Steine holen soll? Der töpft hier hinten los. Wunderbar. Sehr schön. Und dann gucken wir noch schnell auf unsere LKWs. Die sind hier. Also was heißt LKWs? Ich sag's immer. Also das sind die LKWs, von denen ich spreche. Oh mein Gott. Ja, da werden wir mehr brauchen. Das ist schon jetzt klar. Und unsere Troikas, die wollen wir uns auch mal angucken. Sind die hier zu sehen? Ja, hier sind sie. Da, seht ihr sie. Die werden die Leute zu den Bahnhöfen bringen. Hoffentlich bald. Liebe Leute, der Auftakt ist gemacht. Wir werden das nächste Mal einfach ein bisschen zugucken, wie es läuft. Wir werden nachjustieren müssen und vor allem werden wir warten müssen, bis wir Geld verdienen, um weiter zu investieren. Und vorher können wir dann erstmal überlegen, wo es sich eigentlich lohnt, weiter zu investieren. Voraussetzung ist aber, dass das alles irgendwie so funktioniert, wie wir uns oder wie ich mir das gedacht habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinball.